Yo Leute, was geht ab? Irgendwo am Start und herzlich willkommen zu dem allerersten Video aus Australien, Leute. Und ja, ich bin gerade hier in meinem Hostelzimmer, man kann schon ein bisschen rausgucken. Hier sieht schon ganz fresh aus, allerdings regnet es noch die ganze Zeit. Gestern Abend hat es auch noch geregnet und ja, ihr seht schon, wir haben hier, es ist fast wie in so einer Jugendherberge, wenn wir hochbetten, ich penne hier unten. Und da lädt er noch mein Handy, was wir jetzt direkt mal mitnehmen. Und ja, hier ist mein Rucksack, habe ich gestern schon alles gezeigt. Und ja, Freunde, heute geht's in den Zoo, da werde ich euch natürlich auch mit hinnehmen. Und ich zeige euch jetzt aber erstmal generell das Hostel, wie es hier so aussieht. Ich dachte mir so am Anfang, ein Hostel wäre so voll schmierig und da gibt's halt so, keine Ahnung, was ich so gehört habe von anderen Backpackern, dass es halt viel schlimmer wäre. Aber hier geht's eigentlich echt voll klar, ist quasi wie in so einer Jugendherberge aus Deutschland. Und würde sagen, ich zeige euch einfach mal so alles, was es hier so gibt. So, also hier haben wir die Dusche. Einfach eine ganz gechillte Dusche, keine Ahnung, da oben ist eigentlich ganz cool. Also nichts Besonderes so, Toilette ist auch alles ganz cool. Was die Hygiene angeht, geht's eigentlich voll klar hier so. Ich habe es mir echt, wie gesagt, schlimmer vorgestellt. Und ich kann euch mal zeigen, wir haben sogar einen Pool, Leute. Das sieht richtig, richtig fresh aus. Und da kann man ja rausgehen. Und so sieht das Hostel jetzt von draußen aus. Da unten ist der kleine Pool. Ich kann ihn euch direkt mal zeigen. Moment, da. Ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall auch noch schwimmen gehen. Im Großen und Ganzen sieht das hier so aus wie aus so Ami-Filmen, so diese Hotels. Ich denke mal, ihr kennt sie alle. Hier mit so den Türen und so weiter. Eigentlich ganz fresh, wir sind direkt an so einer Hauptstraße dran. Und ja, da unten kann man halt chillen. Ich denke mal, Freitag, also morgen, soll es auch noch ein Barbecue geben. Mal gespannt, wie das aussehen wird, so. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz gechillt hier. Ich dachte mir, ohne Scheiß, es wäre viel wärmer. Wir haben zwar Winter hier, aber ich dachte, es wäre ein bisschen wärmer. Wir haben jetzt irgendwie so 20 Grad oder so, aber es geht noch voll in Ordnung. Und ja. Leute, erster Tag in Australien. Ich bin jetzt mal gespannt, was gleich noch so passiert. Wir fahren jetzt in den Zoo und fahren auch in den Supermarkt. Und ich kaufe noch ein paar Sachen, damit wir so eine, ja, ich wollte so eine Australien Food Challenge irgendwie sowas machen. Da ich mir irgendwen raussuche, der noch Bock hat, da auf jeden Fall mitzumachen. Und ja, mal schauen, was wir krasses finden. Aber ich würde sagen, das seht ihr auch gleich. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier im Zoo angekommen und jetzt gleich geht's rein. Wir überlegen gerade, ob wir uns so ein Ding mieten, wo wir mitfahren können, weil, guckt euch das Wetter an. Es regnet des Todes, wir haben gerade einfach fast einen Unfall schon gebaut. Aber ja, wird auf jeden Fall chillig, wir sehen uns jetzt gleich drin. So Leute, wir sind jetzt gerüstet für den Regen und würden sagen, wir gehen das auch sofort los. Es ist mega am Schütten, Leute. Aber ja, wir gönnen uns jetzt einfach mal. Oh yeah. So Leute, das ist einfach total lustig hier, weil du in diesem Zoo hier einfach die ganzen Tiere anfassen kannst. Wir können jetzt mal hier vorne zu den Kängurus gehen. Ich kann euch mal zeigen. Ja. Man kann einfach hingehen. Einfach so. Was geht, Digga? Hey, was geht ab? Alles hin. Oh yeah. Leute, es ist einfach zu krass. Ohne Scheiß. Ich bin einfach hier in Australien und kann einfach Kängurus streicheln. Was geht ab? Hey, Kroscher. Ja, was? Was ist da? Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig, aber ich mach dir nichts, hä? Ja, ich glaube, der hat nicht mal ganz so viel Bock. Wir gehen jetzt auch einfach mal weiter. Boah, hier gibt es so viele Tiere, Leute. Ich habe heute schon. Koalas habe ich gestreichelt und wir haben so viel gesehen. Einfach richtig, richtig cool. Ich freue mich einfach übertrieben hier zu sein. Und an der Stelle will ich Ruf einfach mal Danke sagen. Und zwar habe ich einfach meinem Netzwerk damals gesagt, ich will reisen, könnt ihr mir da mal irgendwie was suchen. Und ja, die haben dann mit Ruf so eine kleine Zusammenarbeit gestartet, dass ich halt nach Australien kann. Und ich finde es einfach mega, mega cool. Die machen halt so eine Jugendreise. Deswegen, ihr habt das Hostel ja auch schon gesehen, dass ich nicht in so einem fetten Hotel wohne, sondern einfach in einem Hostel, weil ich dann einfach so eine Jugendreise mitmache. Aber Leute, es ist einfach so geil. Ich freue mich einfach so krass, in Australien zu sein. Und es sieht einfach richtig, richtig heftig aus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch weiter. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt aus dem Zoo wieder raus und gehen jetzt auf so eine kleine Aussichtsform. Man sieht hier im Hintergrund, ihr müsst euch einfach mal diesen Ausblick gönnen. Ja.
Sieht einfach richtig krass aus, Leute. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal irgendwie auf so einen Berg. Ich glaube, wir gehen da irgendwie ganz oben drauf. Ich weiß gar nicht genau. Wollten uns den Sonnenuntergang angucken, aber ja gut, habe ich gesagt, es könnte Sonne scheinen. Aber ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall sieht es richtig heftig aus. Und gönnt euch mal den Boden hier. Das ist einfach, als ob das mal Lava war oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht, so total krass. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns oben wieder. So, Leute, wir sind jetzt hier oben angekommen. Und guckt euch einfach mal diesen Ausblick an. Das sieht einfach so krass aus. Ich kann einfach immer noch nicht so wirklich realisieren, dass ich jetzt einfach hier in Australien sitze, Leute. Nico kommt ja auch noch in einem knappen Monat jetzt nach. Und ich glaube, ich schicke ihm später erstmal die ganzen Aufnahmen hier. Und er wird so krass neidisch sein, Leute. Ich weiß nicht, aber irgendwie, heute war zwar ziemliches Scheißwetter, wird nur Regen. Und ihr seht ja überall noch diesen scheiß Nebel oder so, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Ich glaube, ist eigentlich gerade so alles perfekt hier oben. Ist einfach so. Keine Ahnung, man freut sich so das ganze Jahr lang auf Australien und jetzt sitzt man einfach hier und denkt sich so, jo, sind wir hier oder was? Hier geht es einfach so krass tief runter. Ich glaube, um auf da diesen kleinen Berg zu kommen, muss man erstmal so Kilometer weiter runter wieder hoch, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall, das ist einfach überkrass hier. Und, oh shit, warte. Ne, war doch keine Spinne, ich dachte, das wäre eine Spinne. War nur eine Ameise. Naja, ich fahre jetzt gerade übertrieben. So, Leute, wir versuchen jetzt nochmal über einen anderen Weg da unten hinzukommen. Weil ihr habt ja eben schon gesehen, es war ein bisschen steil. Wir versuchen jetzt einfach mal hier runter zu gehen über den ganz normalen Weg, wo wir hergekommen sind. Und dann da so seitwärts runter. Und ja, mal schauen, ob das funktioniert. Sehen wir gleich. So, Leute, wir sind jetzt so langsam angekommen. Das Problem ist, die anderen sind schon weg. Da oben mal diese Plattform, wo wir mit der ganzen Gruppe waren. Ich glaube, die dachten sich, gehen wir nach Hause. Ja, wollen wir jetzt weitergehen oder wollen wir jetzt mal wieder zurückgehen? Zurückgehen. Jetzt sind wir kurz vorm Ziel, jetzt müssen wir leider wieder umdrehen. Aber, ja, was soll man machen, Leute? So, Leute, wir geben jetzt ein bisschen Gas, um noch rechtzeitig unten anzukommen. Das Problem ist nämlich, dass es gerade voll anfängt zu regnen. Also noch nie sitzt, aber wenn man da rechts rüber guckt, sieht man halt den Regen schon. Und wir haben keine Capes oder keine Regenjacken dabei. Und Leute, der Regen in Australien ist heftig, das habt ihr eben schon oder gestern aus dem Zoo schon gesehen. Deswegen, ja, laufen wir jetzt einfach. So, Leute, der Bus ist auf jeden Fall schon an, da hinten ist er noch. Also haben wir es gerade noch so geschafft. Wir sind jetzt die ganze Zeit gelaufen, den ganzen Scheißweg entlang. Was einfach so unendlich lange war. Aber Leute, wir haben es noch gerade so geschafft. Ich würde mal sagen, fresh.